Ja, willkommen zurück bei Taika und den TIE Troopers. Euch interessiert mit Sicherheit direkt, wer denn die Giveaways gewonnen hat. Dreimal ein Monat Premium wurde ja hier verlost. Entsprechend werden wir jetzt auch gleich zu den Gewinnern kommen. Kleiner Trommelwirbel bitte. Ja, Gewinner des Einmonats Premium ist einmal der Major Weezy von Wombats United, SV Bayreuth und Club Mate 99. Gratulation euch. Schreibt mir einfach im Discord. Ich habe euch schon angeschrieben. Könnt mir gerade darauf antworten, wie ich euch denn das Premium zukommen lassen kann. Denn im Ingame geht es leider nicht. Entsprechend brauche ich da von euch ein paar kleine Informationen. Zum Beispiel Major Weezy hat bereits schon sein Premium bekommen. Bei den anderen beiden würde ich mich freuen, wenn ihr mir in den nächsten Stunden oder Tagen dann eine Antwort dann liefert, dann kann ich euch das auch geben. Weiterhin habe ich eine kleine Überraschung auch vorbereitet gehabt. Das wussten zwei Spieler nicht, dass sie heute auch ein Premium bekommen. Das ist einmal der Fritz Schmitz von den Porzer Kickers. Der ist seit Anfang an auf meinem YouTube dabei, im Discord. Wir haben uns schon so oft ausgetauscht und ich freue mich einfach, dass er so aktiv auch an dem Kanal hier dabei ist. Und entsprechend habe ich für ihn auch einen Monat Premium. Der hat auch schon die Information bekommen, hat sich riesig gefreut. Genauso geht das Ganze auch an SV Mexico. Der Manager von SV Mexico, der Marcel, stellt das Discord und kümmert sich da super drum, hat mir auch da weitergeholfen. Deshalb habe ich für ihn auch einen Monat Premium dann rausgehauen. Das hat er heute Morgen auch direkt bekommen. Von daher Gratulation auch den beiden. Ich freue mich da immer, wenn ich ein bisschen was zurückgeben kann. Auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist wie ein Monat Premium auf onlineliga.de. Ja, und daher habe ich mich gefreut, dass ihr teilgenommen habt. Und wir können dann heute jetzt weitermachen mit einem kleinen Überblick über den Spieltag. Euer Taika, jetzt geht's los mit dem Spieltag. Ja, und damit schauen wir ganz kurz in den Spieltag rein. 2:1 haben wir leider verloren gegen FC Big Ben 42. War ja auch irgendwo zu erwarten. Der erste ist halt eben auch in der Liga richtig stark unterwegs, dass wir überhaupt so knapp nur verloren haben auswärts. Bin ich froh drüber. Ich hätte mir gerne einen Unentschieden oder einen Sieg natürlich gewünscht, aber wir müssen eben jetzt damit zurechtkommen, dass FC Big Ben 42 einfach die stärkere Mannschaft ist. Damit rutschen wir auch ein bisschen in der Tabelle ab. Gucken wir ganz kurz in die Statistiken rein. Spielernoten sind auch nicht überragend, das muss man auch sagen. Es sieht auch, der Ballbesitz war auf jeden Fall auf der Seite von FC Big Ben. Genauso die gewonnenen Zweikämpfe, die Torchancen 16:4. Das ist halt schon heftig, dass er dann nur 2:1 gewinnt. Ne? Da liegt es wohl dann an der Chancenverwertung bei FC Big Ben 42, dass ich nicht noch höher verloren habe. Eckbälle 5:1. Man sieht, ich habe auch in der Hinrunde verloren. 2 Siege zu 0, muss man sagen, okay, habe ich schon fast mit gerechnet, dass ich das Spiel nicht unbedingt hole. Heißt aber auch für uns, dass wir auf den 9. Platz abgerutscht sind. Immer noch 5 Punkte weg von Rowatzki Club. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir die 3 Punkte gehabt hätten, wären wir jetzt irgendwo auf zwischen 5. und 6. Platz unterwegs. Schade drum, aber damit müssen wir jetzt eben zurechtkommen und müssen jetzt für die Zukunft planen. Nächster Gegner wird dann Karlsruhe sein. Die stehen in der Tabelle auf dem vorletzten Platz. Von daher rechne ich mir da schon aus, dass die Jungs da an der Stelle dann nicht unbedingt ein Konkurrent sind, dass ich das Spiel gewinnen muss eigentlich. Ich bin einfach klarer Favorit. 4-2-3-1 defensiv Konter ist auf jeden Fall eine Formation, wo 4-1-4-1 funktionieren kann. Wir spielen beide auf Konter. Ich kann leider auch nicht umstellen. Entsprechend muss ich mit der Formation erst einmal weitergehen. Gucken wir ganz kurz in die Aufstellung rein. Da gibt es ein bisschen gute Nachrichten. Jan Bachmeier steht wieder zur Verfügung, ist noch nicht fit, deshalb muss er noch draußen bleiben. Genauso Mario Cresta, der im Moment auch noch nicht 100% fit ist, der ist 75% fit. Entsprechend werden wir ihn auch noch nicht aufstellen. Wir haben eine kleine Änderung zum letzten Mal. Wir nehmen Kasiens nach vorne, Borodovka auf die rechte Seite. Auswechslung haben wir noch nicht eingestellt, da müssen wir jetzt ganz kurz reinschauen. In die Spielaktion haben wir das letzte Mal eine ausgeschalten. Das sehen wir schon, Stefan Kusma ist hier schon im Wechsel drin, werden wir wieder Robinson Watter bringen. Ich glaube, Cresta wird wahrscheinlich seine Chance bekommen. Kasiens gegen Giorgio Bauer werden wir aber auch noch machen, wenn er sehr erschöpft ist. Und wir werden jetzt tatsächlich mal den Cresta mal so eine Chance geben, einfach, dass er mal auf der Außenbahn unterwegs ist. Entsprechend Davka gegen Mario Cresta, aber auch nur bei einer starken Erschöpfung.
Ich will auch jetzt da nicht zu früh rein. Ich sag mal, der kann frühestens auf der 70. Minute mal so die letzten 75. Minute da frühestens, weil eben der Mario Christa jetzt erst eine Woche wieder zurück ist und er soll sich noch nicht so austoben. Entsprechend wird er da jetzt erstmal spät reinkommen. So viel zum Spieltag. Wir hoffen, dass wir da dann weitergehen können. Wir haben noch ein paar Transfers heute am Laufen. Das wird noch spannend. Wenn es dann ein Update gibt, kriegt ihr das auf jeden Fall noch mit. Ich hoffe, dass ich die Spieler bekomme, die ich mir rausgesucht habe. Es sind 3 Stück. Bin gespannt, ob die heute durchgehen. Drückt mir die Daumen. Bis dann, euer Teil.